So, wir sind jetzt hier nicht weit weg vom Tagungszentrum. Das ist in diese Richtung. Das ist jetzt, wir sind auch wieder auf so einen Vorsprung gekommen, wo es rechts und links praktisch richtig, richtig schön steil runtergeht. Ja, hier steht ein Stein. Da steht TR drauf. TR. Anderen Seite geht es auch ganz schön runter. Und was jetzt eigentlich wie auch wieder der Hammer ist, hier läuft auch an der Stelle kann man ganz, ganz schön, da geht es runter, ganz schön könnte man jetzt da runter spazieren. Also ist auch so terrassenförmig angelegt, wie das von oben sehen. Wir laufen da jetzt mal ein kleines Stück runter, aber auf dem Stein habe ich da nicht noch was gesehen. Moment, ich muss ja mal noch mal kurz gucken. Ha, wow, ihr werdet es nicht glauben, aber hier haben wir eine Pyramide. Ja, die Amy findet das auch ganz toll. Wir haben an dem Stein ein TR auf der einen Seite und eine Pyramide auf der Seite. Schon interessant jetzt. Also sowas wie der Platz, das könnte auch ein Druidenplatz gewesen sein in längst vergangenen Zeiten. Jetzt laufe ich mal da runter. Dann gucken wir mal. Ja, also hier kann man ganz gemütlich runterlaufen. Da kommt auch das Grundgestein jetzt raus hier. Das sind also kein, das ist kein, da wo mein Fuß ist, das ist kein Schotter hier, sondern das ist Grundgestein. Ja? Und das geht jetzt hier ganz gemütlich. Da liegt auch ein großer Brocken. Und da kann man jetzt ganz gemütlich runterlaufen. Und hier, guckt mal, das ist so ein richtiges Feld. Da, überall, wo Moos drauf ist, also da, das sind alles Steine und die schließen da vorne ab. Ich laufe jetzt nur mit euch schön da runter und dann wieder hoch. Also das sind wie Treppen. Boah, dahinter kommt ein Riesengewitter. Der Himmel ist mehr wie dunkel. Seht ihr das da hinten? Wow, guckt mal das an. Hey. So, das ganze Spektakel geht bis hierher. Und man kann an der Stelle, jetzt kommt wieder so eine kleine Halbrunde. Ja, und das geht jetzt die ganze Zeit so in Stufen, geht es hier so runter. Also hier, zopp, Stufe, runter, Stufe. Und jetzt drehe ich mich mal um, kann man das viel besser sehen. Seht ihr mal, wie das hier an der Stelle hinuntergeht. Da kann man echt ganz gemütlich laufen an der Stelle. Und rechts und links geht es richtig übel runter. Ja, das ist jetzt. Und das ist Grundgestein, also das ist nicht irgendwie hingeschüttet, damit man da oben ein Plateau hat. Nee, das sind Felsen, die gehören zu diesem Michelsberg. Ja, da, wie Treppen. Wie abgestufte Treppen. Da kann ich hochlaufen, wie wenn ich auf der Treppe laufen würde. Zap, zap. Ja. Interessant, interessante Stelle. Also, ich empfehle es vor jedem. Hohenstaufen, Rechberg, Stufen, sehr interessante Berge. Aber andere Berge hier in der Gegend sind nicht weniger interessant. Oder Begebenheiten. Auch in Schwäbisch Gmünd habe ich jetzt ja auch recherchiert, Stepp der Bär. So, und jetzt sind wir wieder oben. Sind wir Treppen hochgelaufen. Ja, da, die warten jetzt, die haben beide Durst. Weil die Menschen haben ja was zu trinken dabei. Gut. Links und rechts sieht man keine so Steinformationen. Nur wenn man diese Stelle hinunterläuft. Völlig außer Atem. Ist total schwül heute.
Und mal gespannt, wann das Gewitter kommt, ob wir überhaupt noch rechtzeitig zum Parkplatz kommen. Ja, da hechelt der Hund. Und da hechelt der Martin. Der Donner krollt schon. Ja, und was ich noch sagen wollte, das mit dem Reinhard Gunsch, das hat ja richtig gut geklappt. Dass er gleich so bereit war, eine Führung zu machen. Und auch so lange, das finde ich wirklich super. Danke, Reinhard, falls du das auch siehst. Und danke an der Walter Haug, dass er mir da die Anregung gegeben hat. Ich von mir aus hätte es wahrscheinlich gar nicht gemacht, weil ja, der hat einen Haufen Bücher geschrieben und ist Architekt und hat viel um die Ohren. Und ja, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das klappt und auch so schnell klappt. Und ich freue mich auf ein richtig tolles Event mit euch zusammen. Wir haben ja eh vorgehabt, was zu machen. Und ja, und jetzt machen wir was. Und sogar noch was für mich richtig Geiles. Okay, wir laufen jetzt weiter. Hoffen, dass wir nicht in den Sturm kommen. Und wenn wir noch was sehen, dann melde ich mich. Gut, bis später.